dir einladen? Ja gut. Ich glaube, da sollte ich noch nicht. Schnucki, ich bin ja da, beruhig dich. Aber nicht erwartet, dass der so arm ist. Dings mitnehmen, hätte ich auch nicht vergessen. Oder auf unserer Seite. Damit wird man bestimmt den einen oder anderen Feind mal so locker besiegen. Hört er jemanden?
hier. Seite sind hier noch ein paar. Besser als erwartet. Karte des Philippos, der 37. Akku und der Legion, erwehrte die wilden Streitkräfte Martons ab und vernichtete dessen Armeen, was zum Untergang ganz Martons führte. Abschließend konzentrierte er seine Energie auf institutionelle Reformen. Und obwohl sich die Ergebnisse in Grenzen hielten, sorgte er dennoch dafür, dass viele große Talente ein Studium an der Akademie abschlossen. Okay, würde ich mal sagen. Oh. Wir haben wieder unsere.
Kann ich wahrscheinlich freilassen, aber... Mach's Pflegetagebuch. Die Daten sind nur schwer zu lesen. Viele Seiten fehlen noch. Einige Abschnitte können noch entziffert werden. Ich hab's noch nie gemacht, die Löwen zu füttern. Man hört immer wieder davon, dass Bändigern Arme oder Beine abgerissen werden. Ich kann nur zur Schlacht beten, dass mir so etwas nicht passiert. Dank den drei oder wem auch immer wurde mir aufgetragen, mich um einen Löwenjunges zu kümmern. Masch, der kleine Racker, ist der winzigste seiner Gruppe. Ich weiß nicht einmal, ob er das Erwachsenenalter je erreichen wird. Ich sollte mit dem Wander sprechen, um ihn fragen, ob er Ideen hat, wie man sich am besten um ihn kümmert. Friesen sei der Schlachtmeld. Der Ernährungsplan, den der Wander für mich aufgestellt hat, funktioniert. Masch hat bereits zugenommen und wird von Tag zu Tag munterer. Er liebt es, mit mir zu spielen. Ich wette, dass er zu einem prächtigen Löwen heranwachsen wird. Asterigos ist nun bereits eine ganze Weile her. Die Löwen haben sich immer noch nicht an die Veränderung gewöhnt. Erst gestern habe ich gesehen, wie Evander ein Bändiger aus der Kaserne trösten musste. Er musste mit ansehen, wie die Löwen, die er seit ihrem Kindesalter begleitet hat, aus seinen Augen zu Staub zu zerfielen. Ich wäre wahnsinnig geworden, wenn ich das hätte sehen müssen. Masch frisst nicht mehr richtig, der Staub hält ihm am Leben. Aber mich schmerzt es jedes Mal, seinen verwirrten Blick zu sehen. Mein armer Kleiner. Der Wander bereitet eine Mischung aus Sternstaub und Fleisch zu, damit man sich besser an Sternstaub gewöhnt. Jetzt, da Masch endlich Sternstaub frisst, bin ich etwas beruhigt, aber ich will trotzdem, dass er ab und zu frisches Fleisch bekommt. Dieser Fluch wird uns noch lange begleiten und ich hoffe nur, dass er den Rest seiner Tage trotzdem glücklich verbringt. Wenn diese verfluchte Unsterblichkeit etwas Böses hat, dann, dass ich für immer mit Masch zusammen sein kann. Ich erinnere mich noch gut. Bändiger geweint haben, dann Löwen gestorben sind. Bevor ich selbst zum Bändiger wurde, dachte ich, sei zu sensibel. Dass sie zu sensibel seien. Doch jetzt verstehe ich sie. Nur dank Masch bin ich noch nicht verrückt geworden. Wenn er nicht an meiner Seite wäre, verehre ich nicht, was wenn Masch nicht an meiner Seite wäre. Wenn er nicht an meiner Seite wäre, weiß ich nicht, was mit mir passiert wäre. Hier ist nicht mal was drin. Hier war einer drin, aber... Auch kein Interesse. Ah!
mit der Truhe reden. Ist ja gut. Ich kann hier nicht raus. Notiz zur Stiertraining. Zum Stiertraining. Wir arbeiten mit den Stierfarmen zusammen, damit die Stiere zum professionellen, fähigen Züchtern aufgezogen werden. Ich habe gehört, dass auf den Farmen genauso viele Stiere sterben wie auf dem Schlachtfeld. Das darf so nicht weitergehen. Unsere Aufgabe ist einfach: Wir sollten die Stiere vor dem Kampf in einzelner Stelle beherrschen, um ihr wildes und ungezähmtes Temperament anzufachen. Sollen wir sie ab und zu anschlagen und langsam ihr Futter reduzieren? Wir haben Katapulte gebaut, die roten Sternit in feindliche Lager fahren, wodurch diese hellrot leuchten. Das fügt unseren Feinden keinen Schaden zu, bringt die Stiere jedoch dazu, in sie hineinzurennen. Wir müssen lediglich vermeiden, dass unsere eigenen Männer von den Anschwimmen erfasst werden. Das sollten wir hinbekommen. Ja, wie man so nimmt. Das war wirklich, das, sowas ist Frage. Wie tut er mir ja leid, der Hund. Und wir kommen da nicht an. Oh, im Wolke. Werbeaussagen, der Templer, Anwerbung, blaue Medaille. Werde zum Templer und wacht über den Sternenhimmel. Meistert sowohl die Kampfkunst als auch die Magie. Begebt euch zur heiligen Kellumspitze und erhaltet eure blaue Medaille. Notizen zur Stiertraining. Notizen zum Löwentraining. Erstens, in Friedenszeiten muss Löwen täglich mit 4 Kilogramm Fleisch gefüttert werden. Ein gut gefütterter Löwe ist ein Zeichen des Friedens, wie man so schön sagt. Zweitens, Löwen dürfen sich nicht zu sehr an Objekte gewöhnen, da sie während der Paarungszeit verrückt nach ihnen werden können. Wenn ihnen ein Objekt allerdings wichtig ist, dann nehmt es ihnen weg. Nehmt es ihnen nicht weg. Wenn euch euer Leben lieb ist, werden euch mit der Stärke einer Mutter angreifen, die ihr Kind verteilt. Drittens, wenn ein Löwe auf einmal emotional instabil erscheint, lasst sofort alles stehen und liegen und entfernt euch. Wir könnten am besten mit ein paar Schlägen gezähmt werden, aber kaum jemand ist dazu in der Lage, ihnen welche zu geben. Viertens,
klopften nicht an die Käfige. Das mag sich nach gesundem Menschenverstand anhören, doch in der Legion gibt es immer überraschend viele, die einen solchen nicht besitzen. Vielleicht sind sie deshalb überhaupt der Armee beigetreten. Fünftens. Tritt ein Löwen, nehmt euren Rücken zu. Und begebt euch nicht mit hoher Geschwindigkeit vor ihm. Im schlimmsten Fall denkt der Löwe, ihr fordert ihn heraus. Im besten Fall denkt er, ihr spielt mit ihm. Ausgehend von der Anzahl der Fleischer und Soldaten denke ich allerdings, dass beide Fälle zum selben Ergebnis führen. Sechstens, wir sollten stattdessen einfach künstliche Löwen herstellen. Die Menschen werden bald feststellen, dass Soldaten kosteneffektiver sind als Löwen und auch weniger Probleme bereiten. Aufzeichnungen zur Tierfütterung. Hier. Sims, die Bestie konnte weder gefüttert noch beruhigt werden. Wie von zur Tüeisung angeordnet, habe ich Sims im Schutze der anderen separat untergebracht. Sim, was Sim wurde, während Sims Transport verletzt und benötigt mit nicht Hilfe. Bitte schickt die anderen, um bei ähnlichen Fütterungen zu helfen. Sidian gefüttert. Hinweis: Sidian hat heute Sternschab gefressen, scheint aber noch immer nicht gesund zu sein. Bitte behalte die für mich im Auge. Rob gefüttert. Hinweis: keiner. Masch gefüttert. Ich habe ob Sidian untersucht und anscheinend hielt seine Kampfwunde. Deshalb nicht. Weil Masch anderen daran herumschnüffeln. Ich werde um weitere medizinische Hilfe und zusätzlichen Sternstaub bitten. Sarah gefüttert. Hinweis: Sarah scheint in letzter Zeit gereizt zu sein. Ich würde davon abraten, sich zu nähern. Sternlicht gefüttert. Hinweis: die Wunden, die Sternlicht sich beim Kampf mit der Stadt zugezogen hat, sind vollständig geheilt. Ich habe Decurio Evanders Hilfe erbeten, um ihn zurück in die Kaserne zu bringen, damit er Wache halten kann. Boah, zumindest kümmern sie sich um ihre Tiere. Aber das mit den Kleinen hier? Weiß nicht. Verdammt. Das ist schief gelaufen. Oh.
Genau, da ist mir ja nicht lang. Holz im Spiel. Ich hab nicht damit gerechnet, dass die wieder leben.